Schosch, Leute. Ich bin mal noch mal kurz zu dem Terry-Händler gegangen, der neben dem Turm der Götter chillt. Und, Kumpel, warum hast du noch eine Flasche zu verkaufen? Wo hast du die her? Und bessere Frage, wo kommt die... Ach, rotes Elixier. Ich hab da gar nicht gesehen, dass da was drin ist. Ich dachte, du verkaufst mir eine Flasche, du Volldepp. Ja gut, aber deine Pfeile hätte ich schon gerne. Es ist wenigstens etwas Nützliches gerade. So, einmal voll machen. Ich werde zwar nicht mehr super VIP, aber ich glaube, damit werde ich leben können. Dass ich nicht der allerbeste Kunde bin. Dass du mir sagst, zeig mir, was ihr könnt. 99,99, perfekt. Ja, Mensch, das, ich habe gerade gedacht, der hat eine fünfte Flasche. Und wieso schwebt er gerade links so kurz über dem Boden? Das ist egal. Wir begeben uns jetzt, ne, dahin, wo es kein Zurück mehr gibt. So denn, der Zonk. Zeige den Göttern das zusammengesetzte Triforce. Hier, guck mal, Stein. Hab ich gefunden. War kaputt, hab ich heile gemacht. Und die Götter so like, boah. Sick shit. Oh, was geschieht? Das Triforce ist verweilt in dir. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als seinen wahren Helden anerkannt hat. Du, der den Wind befehligt, das Meer bereist, zählige Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil der dir gemacht hast. Dich wird man in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen. Der Zonk, Held des Windes! Geh! Geh nach Hyrule! Geh zu Zelda! Geh, wo immer du willst. Geh doch. Hauptsache, du gehst. Ganz schön schön hier. So, aber komm. Ich möchte wenigstens noch mal ein allerletztes Bild mit meinem Schiff. Ein allerletztes Bild mit meinem Schiff. Komm. Das wird man mir ja wohl nicht verneinen können. Außerdem, ich behalte die Fotobox erstmal draußen. Wer weiß, was ich hier für... Ne? Was ich hier für coole Selfies machen kann. Habt ihr das Ding hier nicht eigentlich zugemacht? Nur, um sicher zu gehen? Perf. Du törichter Junge. Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme ich nun jedenfalls in meine Obhut. Und du solltest hier deine letzte Ruhestätte finden. Oh wow, nur zwei. Süß. Echt adorable. Es sei denn, sie sind auf einmal immun gegen... Brennt der eine? So, geht doch. Perfekt. Ja, marschier einfach mal irgendwo anders hin. Da brauchst du gar nicht so kurz cool zu showjuken. Au. Nicer move. Doch.
Du haust mir nicht ab. Boah, cool Zeug. Und es ist einfach alles aus. Weißt du, er könnte das Feuer einfach anlassen, ne? Und dann würde ich hier nie wieder rauskommen, würde einen qualvollen Hungertod sterben. Würde einfach vertrocknen. Entweder das oder ich würde einfach verbrennen. Eins von beiden. Bzzz. Fritzelding ist weg. Machst du auch Barrier Skip? Das sind eine Menge Jahre Unglück, mein Freund. Pff, schönes Selfie gewesen. Wäre ein schönes Selfie gewesen. Die Musik hier. Bäm, bäm. Na, ihr? Oh, ich schieße ich gerne aus der Luft. Da habe ich keine Probleme mit. Wobei. Perfekt. Bringt uns zwar gar nichts mehr, aber ich habe meinen Spaß. So einfach ist das. Wie sieht eigentlich mein Album gerade aus? Das behalten wir. Wieso habe ich das hier noch? Was will ich mit so einem hässlichen... Und das lassen wir so. Komm. Da! Nimm das, Schwein. Ich wollte gerade sagen, magst du das nicht blocken? Das wäre echt nice. Generell ist es ja schon nice hier, ne? Oh, hey! Na, es geht. So casual. Robuster Helm. Gefällt mir. Fuck. Perfekt. Und dann bringe ich ihn um. Oh, man kommt. Man will doch noch ein paar schöne Erinnerungsfotos haben. Wann kann man schon sagen, ich bin in der versunkenen Stadt Hyrule gewesen. Und habe überlebt. Ach nee, ich war in Hyrule und alles, was ich habe, ist dieses dumme T-Shirt. Wäre eine geile T-Shirt-Idee. Au. Oh ja. Ganons Kastell. Ja, doch, ich erinnere mich. Stimmt, falls wir jetzt noch keine Selfies mit den Bossen gemacht haben, können wir jetzt nochmal Boss-Selfies machen. Aber nee, komm, wir haben welche. Was willst du denn, Flitzpiebel? War das das, wo ich mich... Ja, das ist das, wo ich mich richtig erinnere sogar. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich mich jetzt hier richtig erinnere. Ups. Wir brauchen auf jeden Fall den hier. Konnte man da einfach nicht so einfach lang? Weil hier überall die Dings sind. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Sagen, weiter komme ich aber auch nicht. Das war völlig falsch. Wie war denn das hier nochmal?
Die Musik ist auch geil mit seinen ganzen zwei Pianonoten. Also versuchen wir mal was anderes. Ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich gewollt habe. Zumal... Komme ich da schon ran? Probably not. Nope. Ist die Plattform auf einmal unter mir geschmolzen? Okay, so viel dazu. Wie unhöflich. Ja, ich kann es auch nicht auf die Feuersäule schmeißen. Wieso habe ich auch gedacht, dass das funktioniert? Zu weit. Das muss doch so machbar sein. Anders kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Oder warte mal, kann ich ganz stupide... Warte mal. Ja, nee, ich höre da oben schon so... Wäh! Ja, genau. Ihr seid genau dafür da. Um scheiße zu sein. Aber kann ich euch nicht runtersnipen? Ich meine, ich habe Pfeile. Ne, genau für solche Momente. So, und jetzt. Weil anders kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Weil ich kann ja die Fässer nicht mitnehmen oder so. Zumindest nicht weit. Geil, ich komme nicht mal so weit. Weil that's fucking dandy. Wozu ist denn das hier vorne da, wenn du überhaupt nichts damit anfangen kannst? Weil so weit kann ich die Dinger ja auch nicht schmeißen. Nee, viel bringt das nicht. Außer, dass da offenbar MP drin war. Muss ich dafür... Warte mal, geht das? Sekunde mal. Das interessiert mich jetzt mal. Vielleicht mache ich auch hier gerade einfach nur kernmäßig was falsch. So wirklich am Rand. Am härtesten Rand. Nee, das funktioniert nicht. Du kommst nicht weit genug. Das ist, man muss also irgendwie da auf diese zweite Plattform schwingen. Dafür sind halt die Dinger da. Aber du kommst ja nicht wieder hoch. Oder ist das dafür da? Das ist die Frage. Das könnte natürlich jetzt sein. Au. Das dauert viel zu lange. Das dauert doch viel zu lange. Bis dahin ist die Plattform doch da unten schon wieder weg. Bis dahin sind da unten alle weg. So schnell kannst du gar nicht hochklettern. So schnell kommst du da gar nicht wieder hoch. Die ist ja jetzt schon weg. Soll ich bei der anderen... Ach, bei der anderen wahrscheinlich hochklettern, wa? Ja gut, machen wir mal so. Uiuiuiui. Wunderbar. Komm, heb auf. Heb auf den Rand und schmeiß das... Swap. Are you for real jetzt? Bist du, ist das jetzt dein echter Ernst? Komm jetzt, so's weniger rum und mach das richtig. So, zack. Nee. Fick dich, Skeletor. You can fuck right off. Anhalten, hochklettern.
Ernsthaft jetzt? Ist da oben auch einer? Ja, da ist auch einer. Das heißt, ich muss also... Oh, meine Güte! Make it as fucking as possible. Erst die Biester wegsnipern, weil die dich sonst nerven. Zack, Fresse halten. Zack, Fresse halten. So. Meine Güte. Ja, sie zieht nicht viel ab. Sie zieht nur meine Geduld ab. Mehr tut sie nicht. So, jetzt hoch. Halt. Hoch. Himmel, Arsch und Zwirn. Weißt du, der Raum ist 2 cm groß. Aber... Ach, und das... Soll ich da jetzt einfach hinspringen? For fuck's sake, ich nutze das Dekoblatt. Das ist ja... Alter. Gut, das Dekoblatt benutzen wir jetzt auch. Machen wir doch gleich so. Wie wär's? Danke. Hoch jetzt. Ich hab nicht so viel Zeit. So, und jetzt hoch. Jetzt nutzen wir gleich das verkackte Dekoblatt. Letzte Stange hat auch Gegner. Ja, das ist Tatsache. Da. Die? Der da? Nee, die sind alle da hinten. So, liebe Feuersäule, chill deine Base. So. Ich kletter am besten ganz... Nein, ich kletter am besten ganz hoch. Und gehe dann mit dem Dekoblatt dahin. Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Gott, das sind doch alles Rätsel, die sind darauf ausgelegt, dass du sie damals, dass du sie mit dem Equipment löst, den du hier hattest. Den du zu dieser Zeit hattest. Aber jetzt ist mir das klar geworden, gut, dann sind das halt nur die Bosse. Mit Trötenmusik. Vor allem geil. Ich habe doch den Greifhaken ausgerüstet. Chill mal. Are you fucking kidding me? Willst du auf die Fresse? Ich schwör dir. Ich habe gerade nicht die Geduld für so ein Gesachse. Geht doch. Auch wie praktisch, dass genau hier der Drache da oben drauf sitzt, ne? So, ein bisschen Energie wieder. Komm, drück deinen Donger da durch. Dankeschön. Nochmal den Volvo am Schwanz ziehen. Knack. Vor allem alle Gegner noch mal schön, nur in Schwarz-Weiß. Das ist nice. Das ist schöne Spielzeitstreckung. Und Halleluja. Knack. So, kannst du nicht jetzt direkt sterben? Das erspart uns einiges an Arbeit. Ne, nicht Call of Duty Modus. So, Ende. Meine Güte. Making things complicated.
Vor allem, was mir jetzt mal so nebenbei auffällt. Aber ist Twilight, ist Wind Waker das einzige Zelda, Legend of Zelda Spiel, wo Bosse keinen Namen so angezeigt bekommen haben? Ihr wisst schon. So wie in, so in allen, fast schon. Ne, stimmt, in Dings ja auch nicht, in Link to the Past. Da haben sie auch schon keine Namen wirklich bekommen, sondern waren einfach da. Ich glaube, ich brauchte die Nuss für irgendwas. Oh shit, das war knapp. Fucking great. Brauche ich da, muss ich da nach ganz hinten schleppen, ne? Uiuiui. Mach doch. Meine Güte. Hey, ich weiß einfach nicht. Von dem hier, ich weiß nicht. Das hier fühlt sich einfach an wie übelste Spielzeitstreckung. Weil wir könnten jetzt schon längst irgendwie, ich weiß auch nicht, einen richtigen Dungeon machen. Anstatt so eine Walmart-Version von Dungeons. Oh, leck mich doch, echt jetzt. Genau dann. Stattdessen müssen wir hier diese Billo-Rätsel mit diesen recycelten Bossen machen, wo sowieso von Anfang an nicht, ne. Seien wir mal ehrlich. So, pack den Scheiß dahin. Pack die Eichel dahin jetzt und ist gut. So. Und jetzt legst du das da vernünftig hin, ohne dass es durch irgendeine glitschige Scheiße kaputt geht. What the fuck? Ja, nee, bei sowas reg ich mich auf. Wenn so eine verglitschte Scheiße dich an Fortschritt hindert. Alter Verwalter. Weil diese verkackte Eichel 2 mm auf den Boden fällt, weißt du? Terrible damage. So, diesmal warte ich. Scrub das Ding schon wieder auf dem Rückweg, oder was? So, hierhin. Wieso fährt denn... What the fuck, Mann? Was ist denn das für eine verglitschte Scheiße jetzt hier? So, bleib jetzt da. Meine Güte. Oh. Ich habe hier nur noch 2 liegen, ey. Himmel, Arsch und Zwirn. Wehe, dieses Scheißding kullert da jetzt, fährt jetzt schon wieder Richtung Heimat. Oh fuck, okay. Das ist doch schon wieder weiter weggefahren. Ich komme da ja nicht mal hoch. Ich leg dich jetzt hier hin. Und ich sag dir, wenn ich gleich höre, dass du kaputt gehst, ne? Das schaffe ich doch gar nicht. Das muss noch weiter her. Ich glaube da... Ich bin... Weh, ich brauch die nicht, ey, ohne Scheiß. Pack die nicht dahin, wenn das an sich denn nur so ein Billo-Rätsel. Willst du mich verarschen jetzt? Willst du mich jetzt ernsthaft verarschen? Bleib. Oh mein Gott. Komm runter. Oh mein Gott. Wäre so ein Weep-Mode-Ding nicht so teuer, ne? Would snap it in fucking half.
Oh, seh zu jetzt hier. Heute noch. Weil wenn du die nicht brauchst, das wäre ja nicht mal ein Rätsel. Das wäre einfach nur, ne, Spielzeitstreckung. Das, worüber sich Leute mit dem Wasser aufgeregt haben. Wie wär's, wenn du tatsächlich mal hier bleibst? Oh, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will einfach den schönen Part wieder machen. Ich möchte den schönen Part dieses Dungeons machen. Nicht dieses langweilige... Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, leck mich doch am Arsch. Her, jetzt, sofort. So. Meine Güte. Runter. Ist das dein fucking Ernst? Ist das dein verkackter Ernst, Link? Du Buhn! Du hirnloses Buhn! Alter Verwalter! Jetzt willst du mich nur noch abfacken! Oi, oi, oi. Runter! Jetzt! So, meine Güte, noch eins! So, da muss mehr. Ich weiß, dass das nicht funktioniert jetzt. Tucker doch nicht wieder zurück! Sag mal, bin ich komplett... Ich hänge mich gleich am fucking Ladekabel, ich sag's euch. I'm so sick of this shit. Kann doch nicht wahr sein. Ey. Ich habe diesen Part damals schon gehasst. Das weiß ich noch. Ich habe gedacht, oh geil, endlich das Finale des Spiels. Und was kriegt der Schoschmann? Fucking Reboots. So, wie soll ich das machen? Ich kann... Hä? Das ist so weit, wie es geht. Es ist so hoch, wie ich kann. Was zur Hölle mache ich also falsch? Ach, jetzt auf einmal. Ja, Mensch. Ja, Mensch, das ist ja mal was. Oh, come on. Oh, Alter. Meine ganzen MP schon fast weg. So. Und ich sag dir, wehe, mir gehen jetzt... Wehe! Einer von euch beiden! Okay, gut. Ich sag euch, okay. Fucking Assholes, tapeziere ich an die Wand. Eure Goldfedern könnt ihr euch sonst wohin schieben. Aber die Mana nehme ich so. Habt ihr nur davon. Jesus. Ach ja, den Bumerang brauchen wir ja. Man braucht diese Nuss gar nicht. Es ist also noch blöder, als ich dachte. Call of Duty. Ich hab den Bumerang noch angelegt, du Sackspielsack. Ich würde ja zu gerne nochmal Selfies mit den Bossen machen, aber in Schwarz-Weiß. Ich meine, ich habe mir nicht die Farbbox für Jux angelegt, ne? Ich habe mir nicht umsonst eine derbe Canon gekauft hier, ne? Nur damit Ganon sich sagt so, ja, aber du darfst deine Selfies jetzt nur in Schwarz-Weiß machen. Und du musst sie auf Ganon-Instagram hochladen. Jada, jada, jada. So.
One cycle. Fuck you. Blödes Mistvieh. Ich hoffe, der Rest war nicht mehr so schlimm wie jetzt das hier. Was nicht schlimm ist, sondern ich einfach nur dumm, aber ja. Vor allem schöne Indigo. Totenköpfe. Waren Spinnweben ausverkauft? Meine Güte. Kumpel, das ist, ne? Du musst nicht, nur weil du in einem Vulkan lebst, ne? Ich weiß, Vulkane sind scheiße für sämtliche Regale. But seriously? Du kannst auch deine Wohnung vernünftig einrichten. Ah, das war das. Genau, wo ist so ein... Genau, da sind die Schlammis. Wisst ihr, es ist irgendwo schön. Das meiste... Da vorne sind Redads und alles, ne? Aber man kann es komplett ignorieren. Ich muss da gar nicht hin. Ich muss da gar nichts mitmachen. Ich muss einfach nur... Genau, ihn hier abholen. Ich brauche einen von ihm hier. Ihmsen packe ich denn hier auf den Schalter. Und erfreue mich dann meines Lebens. Ich glaube, mehr war das gar nicht, oder? Aua. Ach shit, ich brauche noch so einen. Ach shit. Ach so, nö, brauche ich nicht. Okay, ich kann einfach... Ich nehme einfach euch. Nimm. Nimm doch jetzt. Mann, Link, du Doofnuss. Dankeschön. Meine Güte, doch nicht so schwer. Den nehmen wir jetzt da nach hinten, packen den da hin, hoffentlich schnell. Ja, schöne Animation, aber ich muss da schnell hin. Ich muss da ein bisschen schneller hin. Are you for real? Oh, come on, come on! Du Pissgurke! Oh ja, wir müssen unbedingt uns noch spawnen, ne? Du brauchst unbedingt noch Screentime, ne? Weißt du, du wurdest nach dem ersten Midboss, wurdest du zu normalen Billow-Gegner degradiert. Fuck you! Weißt du, ich hätte das geschafft und dann muss er sich denken, nee, ich komme jetzt aus dem Boden. Beachte mich, ich war mal ein Midboss. Weißt du, es ist wie meine YouTube-Karriere. Weißt du, ich war mal relevant und dann ist das passiert. And then stuff happened. Blöder Pimmelkorb. Weißt du, ich komme aus dem Boden. Beachte mich. Bin da, hallo. Ich gehe mal wieder. Alter Verwalter. Die Redeads in Ocarina of Time waren auch schlimmer. Na, du fetter, klobiger Klotz. Weißt du, diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Wenn Link mal mit mir arbeiten würde. So, pass nämlich mal auf. Achso, das ist Cycle-based? Okay, gut. Weil ich hätte schwören können, das war Zeit-based. So, dass du nur eine bestimmte Zeit hast, bis, ne. Bis die Viecher sich denken, ja, ich habe keine Lust mehr. Dankeschön. Oh, Fettbacke, komm mal her. Aber es macht mehr Spaß. Ja, Cycle-based. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit-based. Aber die wollten wahrscheinlich einfach verhindern, dass du hier schon diese Wirbelattacke hast und den ganzen Boss einfach... Ne? Aua! Ach ja, stimmt. Jetzt macht er ja Licht nur an, wie er möchte. Die Attacke von dir kenne ich gar nicht. Wo du dich einfach nur blau-lila machst und auf den Boden schmeißt. Die Attacke kenne ich gar nicht von dir. Du bist nämlich einer für mich, nämlich so einer dieser belanglosesten Bosse in Legend of Zelda History. Period.
Du bist das, was man auch gemeinhin als Zeitverschwendung betitelt. Aber nicht böse gemeint, ja? Nothing personal, mind. Ich meine, for real, wenn du den Move hast, das ist ja 3 Cycle und dann ist Ende. Aus dem Weg, Gobblegob. Ich hab zu tun. I got shit to do. Oh Gott. Oh Gott. Blöde Mistviecher. Okay, da unten ist bodenlos. Das ist nice. Also, ich brauche euch. Ich brauche dich. Und probably I need you. What? So what? How does a thought worked? Weil... Oder ich gehe da einfach so straight durch, okay. Netter Karate-Move! Ich meine, ihr habt echt nette Moves, ne, aber... Bringt tun sie euch leider nichts. Ach so. Das sollte ein Rätsel sein? Das gilt nicht mal als Rätsel durch. Bin einfach zwischen diesen Stürmen hab mich da durchgenudelt und hab gedacht, so, ja, das ist fun. Na, wieder alles weg? Ja, natürlich, wird alles unequipped. Blödsinn. Die Musik klingt wie auf dem Spielplatz. Ich meine, ich nehme den Boss auch nicht wirklich ernst. Wenn ich nämlich jetzt so an Wüstenbosse denke, ne? An Sand und alles. Dann denke ich an diesen fucking Skelettboss aus Twilight Princess. Der war geil. Fuck you! Hör auf mich zu manchen. Du Ekelgerät. Bist du an den, denke ich, denn wo du mit diesem komischen Gleiter... Nein. Wie wär's, wenn du mal das anvisierst, was ich... Meine Güte, ja, dann mach erst das Ding kaputt. Dann mach es aber auch. Drei Cycle? Okay. Vor allem, wann habe ich jetzt diesen Boss hier normal bekämpft? Das ist gar nicht so lange her, glaube ich. War das gestern schon? Ja, stimmt. Nee, warte doch, das war gestern. Wir waren gestern hier in diesem Dungeon. Also von daher. Okay, ich wusste ja auch halt, was ich machen muss, so in etwa. Really? Du hältst mehr aus als vorher. Und du bist noch mit der langweiligste von allen. Ich meine, es ist leider wirklich so einer, der sich sagt so... Ah ja, erinnerst du dich noch an dieses Item, was du hier in meinem Dungeon bekommen hast? Nutze es gegen mich. Er ist so ein Paradebeispiel dafür. Oh ja, komm. Du spuckst mir sonst gleich wieder in die Suppe, das kenne ich doch. So, dankeschön. Ich meine, das tun leider viele Bosse. Ja, ich meine, den Dungeon in der Wüste, dieses Skelettding, was du mit diesem Gleiter besiegen musstest, das war total cool. Das Ding sah auch total stylisch aus an sich. Generell hatte hier, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte Twilight Princess einige der geilsten Bosse überhaupt. Ich meine, das eine war ein fucking Drache. Das der bei diesem Himmelspalast oder so? Weiß ich nicht mehr genau. Das ist zu lange her, dass ich Twilight Princess gespielt habe. Auf jeden Fall da dieser super coole Drache einfach. Der sah super stylisch aus. Dann der ganze Kampf mit Xanto war cool.
Oh, jetzt habe ich voll Bock, Twilight Princess zu spielen, nur ich hab's nicht auf der fucking Wii U. Oha. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sag mal, haltet ihr mich allesamt für Kernretarded? Hey, der Zombie, einfach so den Raum hier siehst. Musst du eventuell den Schlüssel rätseln, dass du ja wartest, entgehen. Ist das dein fucking Ernst, Kumpel? Es ist doch. Ach so. Ah, Wurm. Scarab. Geist. Blume. Wurm, Scarab, Geist, Blume. Wurm, Scarab, ich werde es mir sowieso vergessen. Wurm, Scarab, Geist, Blüte. Wurm, Scarab. Das ist kein Rätsel. Zeigst du mir jetzt echt die genaue Reihenfolge? Sag mal, Nintendo, haltet ihr mich für absolut bekloppt im Kopf? Und das meine ich jetzt nicht mal unbedingt böse, aber wieso verkauft ihr mir sowas hier als Rätsel, wenn ihr mir die Antwort quasi voraussagt? Also bitte. Also bitte. Gano ist also von hier aus wieder in die Oberwelt gelangt. Der Zong, machen wir uns doch denselben Weg, den Ganon bestritten hat, zunutze, um in die Oberwelt zu gelangen. Sollte es noch also etwas an der Oberwelt des Meeres benötigen, geh an Bord des Bosens oder dunklen Wirbel hinaus. But I don't wanna. Ich bin fertig. Ich bin fertig mit den Nerven. I don't want. Geh kaputt! Okay. Warum hat mir das Spiel denn jetzt gesagt, so predige dir den Ratz genau ein, wenn es...